Als die Griechen ihren Unabhängigkeitskampf hatten, Anfang des 19. Jahrhunderts, haben sich dann im Kampf von der türkischen Oberhoheit gelöst und haben dann ihren Staat aufgebaut. Und da wurden auch die Leute gefragt, Mann, jetzt kommst du dir vor, du bist Grieche. Nee, ich stamme aus Thessaloniki. Das heißt, die hatten gar kein Bewusstsein. Also wir sind jetzt Mitglieder eines und desselben Volkes. Nein, die hatten ihr Regionalbewusstsein. Wie heute die Europäer. Ja, und das wurde erst künstlich aufgebaut, sozusagen durch Lehrer in der Schule wurde gesagt, ihr seid Griechen, ihr sollt euch eigentlich auch so fühlen. Ja, und heutzutage ist das bei den Griechen ganz besonders stark in ihrem Verhältnis zu den Minderheiten. Dann heißt es ja, wir sind Griechen, wir sind die Hellenen. Aber sozusagen, das ist eine Art Neuaufbau. Jedenfalls damals nach dem Unabhängigkeitskrieg, da gab es das noch nicht. Dann, wenn man diese Erkenntnisse nimmt und in Beziehung setzt, in einen Rahmen setzt, dann stellt man fest, also die Griechen haben ja vieles von ihren Vorgängern schon übernommen. Die haben das nicht laut gesagt, als sie ihre eigene Zivilisation aufgebaut haben. Das war ihnen unangenehm zu sagen, ja, wir haben das eigentlich von unseren Vorgängern, aber sie haben es. Die Weinkultur, die Olivenkultur, die Metallverarbeitung, Schiffsbau, alles das haben die Griechen von ihren Vorgängern gelernt. Und die Zivilisation dieser Vorgänger, die ist erst seit einiger Zeit, steht im Rampenlicht. Mhm. Das heißt also, wenn man diese Erkenntnisse nimmt, dann muss man die Geschichtsbetrachtung, wie wir es aus den Schulbüchern kennen oder noch aus der traditionellen universitären Forschung, das muss revidiert werden. Man hat es auch später zum Beispiel bei der Athene, in der Ilias wird sie als Eulenäugig bezeichnet. Glaukopis. Ja, ja, genau. Und Kops ist ein alteuropäisches Lehnwort. Das ist also, haben die Griechen angenommen, aber das Wort selbst ist nicht indoeuropäisch. Das ist interessant. Das ist also interessant. Das haben Sie ja nachgewiesen. Keramik. Ja, ja, genau, Keramik. Das ist ein Lehnwort. Und Kaminos, also der Brennofen, auch das wichtige Element. Der Kamin. Aber ursprünglich hieß es Brennofen, also um Keramik herzustellen. Das ist auch ein alteuropäisches Wort, das ist nicht griechisch ursprünglich. Die Griechen haben viele von diesen Elementen aufgenommen. Und weil sie selbst vielleicht, man könnte sagen, fast ein schlechtes Gewissen hatten, wie sollen wir damit nun umgehen, das ist ja nicht von uns. Da haben sie das sozusagen, Angriff ist die beste Verteidigung, und haben alle anderen Völker als Barbaren bezeichnet und waren stolz auf ihre Errungenschaften, mochten aber nicht zugeben, dass sie vieles, zum Beispiel auch den Weinanbau, von der vorgriechischen Bevölkerung übernommen haben und auch viele Ausdrücke, die Terminologie. Und kein Mensch später hat das also sich klar gemacht, dass die Griechen ja sehr viel von dem Alten aufgenommen haben. Aber sie haben es nicht zugegeben, weil sie ja die Zivilisierten waren und die anderen waren die Barbaren. Und das ist auch eine bestimmte Perspektive, die ich hier eröffnen möchte, dass man sieht, dass die Griechen nicht bei Null angefangen haben. Und dass man es viel realistischer jetzt beurteilen kann, welches ihre Errungenschaften waren, nämlich das, was sie angenommen haben, weiterzuentwickeln.